Ja, moin Leute. Android Wear hatte ich ja schon mal in einem Video vorgestellt und heute haben wir jetzt hier die LG G-Watch, die ich mir aus dem Google Play Store vorbestellt habe und die wollen wir heute mal angucken, was da jetzt so drin ist. Und hier noch so einen schönen Sticker, den wir hier noch durchschneiden. Und dann können wir hiermit auch anfangen. Und zwar schwuppadulldu. Und da ist die Packung offen. So, hier drin haben wir jetzt die Uhr erstmal an sich, die auch gar nicht so übertrieben riesig ist. Natürlich ist alles auch eine Gewohnheitssache. Die können wir dann hier unten einfach rausziehen. So, und dann haben wir jetzt hier die Uhr. Natürlich auch noch mit Folie. Mal gucken, ob man das im Mikrofon hört. Ein bisschen vielleicht. Mal gucken. Werden wir dann in der Nachbearbeitung sehen. Und ja, das ist jetzt hier die LG G-Watch. Ist auch noch nicht an, denn es gibt auch keinen Schalter dran. Wir brauchen erstmal hier das kleine Ladegerät, was hier noch mitgeliefert wird. Was wir jetzt auspacken müssen. So. Damit wir das Ganze dann im Endeffekt auch starten können. Das ist jetzt hier so ein kleines Pad, wo wir dann die Uhr hineinlegen können. Das wird dann hier einfach so hineingelegt. Und wenn man dann Strom zuführt, startet die Uhr dann. Und genau das machen wir jetzt einfach mal. Nachdem wir noch geguckt haben, wir drin haben jetzt noch so ein bisschen Papierkram. Dann natürlich noch den typischen LG-Aufladestecker, der auch der gleiche ist wie beim Nexus 5. So. Okay, nicht ganz der gleiche. Der sieht ein bisschen anders aus. Auch hier nochmal Plastik. Und Plastik und mehr Plastik. Und hier drüben haben wir dann nur noch ein entsprechendes Micro-USB-Kabel. Und dann haben wir hier den ganzen Inhalt dieser Box vor uns liegen. Und dann versuchen wir jetzt einfach mal die LG G-Watch zu starten. Und zwar legen wir sie dazu hier in das Ladepad rein. So. Und jetzt müssen wir natürlich nur noch das Ladepad anschließen. Ich nehme einfach mal meinen Computer im Hintergrund. Und dann haben wir hier das Aufladekabel. Das kommt dann hier unten rein. Schwupps. Und schon sollte die Uhr starten. Da haben wir den ersten Start der Uhr. Und die typische neue Android L Boot-Animation. Dann schauen wir mal, wann das Ding hochgefahren ist. So, wir sind jetzt hier in der Sprachauswahl angekommen und wir gehen jetzt einfach mal hier auf Deutsch, denn wir wollen es ja gern Deutsch. Und sollen jetzt Android Wear auf unserem Telefon installieren. Das habe ich natürlich alles schon mal getan. Und wir haben jetzt hier mein Nexus 5. So, wenn wir das jetzt hier entriegeln, haben wir hier die Android Wear App, die wir jetzt hier einfach starten können und mit der Einrichtung beginnen können. So, bla bla bla, akzeptieren. Und dann haben wir jetzt hier die G-Watch, wozu er jetzt eine Verbindung herstellt. Kopplung durchführen. So, und dann haben wir jetzt hier wieder die Uhr. Die fragt uns jetzt, okay, wollen wir das Ganze akzeptieren? Wir sagen natürlich ja. Und dann wird das Ganze jetzt hier mit dem Nexus 5 verbunden. Wir sehen auch schon im Hintergrund das kleine grüne Icon. Und dann sollen wir jetzt hier ein kleines bisschen warten. Und ich ändere jetzt mal noch ganz kurz die Einstellung, damit wir das beides gut im Überblick sehen können, während sich das Ganze hier einrichtet. So, dann beginnen wir hier mal mit der Einrichtung. Und zwar können wir uns hier die ganzen Sachen ansehen und dann Benachrichtigungseinstellung und können dann gucken, okay, wir haben jetzt hier Designs und Android Wear und dann können wir alle Benachrichtigungen lesen lassen. So, dann schauen wir mal, wenn wir das jetzt hier einrichten. Wir können jetzt, also er gibt uns jetzt hier Sprachbedienung. Wir können nach kompatiblen Apps suchen im Play Store und da sehen wir dann direkt Apps, die hier mit Android Wear kompatibel sind. Und das sind inzwischen doch schon eigentlich doch eine ganze Menge. Ihr seht schon, ein paar davon habe ich auch schon installiert, damit ich das natürlich alles machen kann. Und dann können wir zum Beispiel hier ein Taxi rufen und ich kann jetzt natürlich hier auch einfach sagen, okay Google. Und theoretisch sollte zumindest, okay Google. So, und dann können wir hier mit der Uhr anfangen, etwas zu suchen und meinetwegen sagen irgendwas, wenn ich jetzt nicht schon die ganze Zeit geredet hätte. Dann kann man natürlich immer nach oben streichen und dann zur Seite, um zurückzukommen. Und dann können wir hier durch die Benachrichtigung durchgehen. Ich habe jetzt hier nur eine, von daher ist es ein kleines bisschen sinnlos. Aber das ist im Prinzip die Einrichtung von Android Wear. Und ja, Android Wear reagiert nicht. Die App, wollen wir die App schließen? Okay, fängt ja gut an, wenn das hier gleich abbricht beim ersten Start. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, mehr dazu gibt es in den nächsten Videos. Danke erstmal fürs Zusehen, für ja, das Ansehen des Unboxings. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.